Hallo zusammen, Sebastian hier von Twin Peaks. Jetzt schauen wir uns mal die Funktion MinRig an. Im vorigen Video sind wir ja schon MaxRig durchgegangen und hier sind es nahezu die gleichen Einstellungen, nur eben genau umgekehrt. Denn wir können hier jetzt Bars bestimmen, die eine Mindestlänge als Rig haben. In diesem Beispiel hier haben wir 20 Ticks eingestellt, bedeutet Bars, die an der entsprechenden Seite, die wir hier gleich einstellen, also oben oder unten oder eben beides, mindestens 20 Ticks Lunte haben, werden hier markiert. Für unsere bärischen Bars nehmen wir jetzt einfach mal Bottom, also sprich an der Unterseite. Für unsere bullischen Bars nehmen wir Top, also an der Oberseite. Und für Dojis nehmen wir einfach mal beide. Break Levels at Session End lassen wir wieder aktiviert, sodass die Levels immer zum Tagesende vorbei sind. Bei Presentation haben wir hier wieder die Option Colorize Bars, also genau wie vorher. Wir können die entsprechend einfärben lassen, wenn wir das möchten. Und auch Textlabel sehen. Als erstes machen wir jetzt erstmal hier ein Refresh, also sprich Reload NinjaScript, um uns die Level anzeigen zu lassen. Das dauert nochmal einen kleinen Moment, damit alles berechnet wird. Und wir sehen jetzt hier entsprechend die Level. Und jetzt haben wir hier eine bärische Bar mit einem entsprechend langen Rig an der Unterseite. Also wird es markiert, genau wie hier. Ja, hier haben wir ein Doji. Ja, und hier haben wir entsprechend auch den längeren Rig, der hier entsprechend markiert wird. Das sehen wir auch hier. Hier haben wir eine bullische Bar mit einem langen Rig, die markiert wird. Und so haben wir hier eben diese ganze Konfiguration drin. Wir drehen das Ganze einmal um, damit wir auch sehen, dass es stimmt. Gehen wir jetzt hier mal auf Top und hier auf Bottom. Ja, dann hier wieder das Ganze Reload. Warten einen kleinen Moment. Je nachdem, wie viele Tage im Chart drin sind, dauert es etwas länger. Und jetzt sehen wir entsprechend, dass das Ganze gedreht ist und wir jetzt diese Level hier haben. Und das hier auch wieder eingezeichnet wird. Und genau wie vorher im Bereich MaxRig haben wir auch hier bei MinRig wieder alle Optionen, die Sachen einzuzeichnen. Ja, auch wieder gebrochene oder ungebrochene Linien, Farben und so weiter. Auch die Textlevel, also Textlabel können wir an den Leveln anzeigen lassen. Das geht also ebenfalls. Und auch hier haben wir dann wieder die Möglichkeit, uns entsprechende Signale für Body Touch, Rig Touch und Bar Close in Zeit. Also zur Wiederholung, das bedeutet, wenn ich beispielsweise hier dieses Level hier unten, das kommt ja hier aus einer früheren Bar, und dieser hier, und wenn das hier von einem Rig gebrochen wird, also sprich diese Bar schließt, und dann ist das hier von einem Docht, von einem Rig gebrochen, dann würde ich hier ein entsprechendes Signal bekommen. Wenn so ein Level von einem Body gebrochen wird, also wie hier, dann könnte ich das hier entsprechend auf Body Touch stellen. Ja. Ich stelle das jetzt einmal auf Rig Touch, dass wir das sehen, und nehme das Ganze hier auf Booth. Heißt, das Ganze kann gewertet werden, wenn so eine Bar entweder das Max- oder das Min-Rig-Level Kriterium erfüllt. Ja, so ist das hier mal gemeint. Und ich aktualisiere es jetzt einmal mit F5 und wir warten einen kleinen Moment. Und je nachdem, ob wir dann das Kriterium irgendwo haben, würde dann ein Signal erzeugt werden. Der Witz ist, dass diese Signale zwar erzeugt werden, aber nur zu sehen sind, wenn wir hier Show Signal Marker aktivieren. Und dann sehen wir eben auch hier entsprechend da, wo diese kleinen Pfeile entstehen, da sind auch die Signale da. Hier zum Beispiel haben wir das. Hier haben wir das. Also das sind entsprechend die visuellen Marker, die wir sehen. Die Signale im Hintergrund, die auch auswertbar sind, beispielsweise in Sentinel oder über eure eigene Programmierung via NinjaScript, sind die Signale immer da, auch wenn der Marker nicht angezeigt wird. Und darüber können wir hier sehr, sehr komfortabel arbeiten. Ich schalte das hier nochmal ab. Bar Close Insight können wir eben genauso aktivieren, dann auch mit Markern. Und auch für wie viele Bars das Ganze gültig sein soll, sind hier also sehr, sehr frei in der Konfiguration, um damit unsere Signale beispielsweise für Zonenbrüche, für Overshoots und ähnliches hier markieren zu können. Ja, also hier beispielsweise schließt ja die Bar innerhalb von diesem Rig, der hier entsprechend markiert ist, und ergibt somit ein Signal. Ja, das ist dann so zu verstehen. Und ansonsten haben wir hier genau die gleichen Settings wie auch hier im Bereich MaxRig. Also schaut euch das Video dazu gern noch einmal an. Wir sehen uns gleich im nächsten Video wieder. Da geht es dann um die Compression Zones. Auch ein sehr spannendes Thema. Bis gleich.